massiv. Rapper massiv. 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 Und massiv. 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 Hallo meine Leute, willkommen bei mir zu Hause, aber jetzt müssen wir wieder gehen. Auf geht's. Hallo, guten Tag alle zusammen. Heute dürft ihr mal eine Runde mit mir mitfahren, durch Berlin. Was heißt das? Durch Berlin. Erstmal Richtung Studio, wa? Hören wir uns mal ein paar Tricks an oder so. Alles klar. Das darf nicht fehlen, ich weiß. Wir sind jetzt gerade hier im schönen Wedding, Koloniestraße, Provinzstraße, irgendwo da in der Nähe. Mehr verrate ich nicht, weil dann würdet ihr wissen, wo ich abhänge. Wir fahren jetzt Richtung Studio. Geben wir mal ein bisschen Power hier. Buff. Hörst du den Sound? Alles vorbei. Mein Traumauto, Baby. Ich fühle mich wie Batman, Alter. Mach den Scheibenwischer an, mach den Scheibenwischer an. Immer diese Kopfschmerzen, bis man ins Studio reinkommt und dann endlich aufnehmen kann. Diesen ganzen Weg nehme ich immer auf mich, um Tracks aufzunehmen, beziehungsweise Tracks zu verbessern, zu arrangieren oder eventuell beim Abmischen zuzuhören, um zu gucken, ob nur die seine Finger gut aktiv sind. Auf jeden Fall versuche ich immer das Beste rauszuholen und ihr werdet demnächst auf jeden Fall sehr, sehr viel erfahren, wer noch auf dem Album drauf ist. Sehr, sehr, sehr viele Gäste sind drauf. Sehr viele Gäste mit sehr schönen Stimmen, auf jeden Fall. Ich habe sehr viel mit Gesang gearbeitet. Ich habe mich sehr lange zurückgezogen. Ich wollte ja eigentlich 1,5 Jahre gar nichts mit Musik zu tun haben und so. Da habe ich mir gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann, Alter? Ich fange einfach an zu schreiben. Als ich bemerkt habe, dass ich Tausende von Schreibfehler habe, habe ich mich bemüht, einen Menschen zu finden, der das so schreibt, wie ich es schreiben würde. Und dann kam ich in den Kontakt mit Mariam Nuri aus Hamburg, eine afghanische Schriftstellerin, die noch sehr jung ist und hungrig ist, genauso wie ich, passt ja perfekt. Also haben wir uns zusammengesetzt. Diese Prozedur ging über Monate. Tonband war an. Und auf einmal musste ich jeden Tag 4-5 Stunden einfach losreden. Einfach reden, labern, labern, labern. Am Schluss dachte ich, ich bin geisteskrank, weil ich nur noch mit mir selbst gesprochen habe die ganze Zeit, vorm Spiegel. Dabei war das Tonbandgerät schon längst aus. Entstanden ist das wunderschöne Buch, solange mein Herz schlägt, 12.10.